Die erste Männermannschaft der SG Westerland List schwebt zurzeit auf einer großen Erfolgswolke. 8 Siege in Folge, damit 16 Punkte. Das kann sich nicht nur an der Tabellenspitze sehen lassen, sondern muss auch gefeiert werden. Auch der Sieg am Samstag mit 34:26 war verdient. Beide Mannschaften wollten den Sieg, jedoch mussten sich die Männer aus Tarp am Ende dann doch mit einem zweiten Platz aus diesem Spiel zufrieden geben. Mit guter Stimmung brachten die Fans die Sporthalle der Westerländer Schule zum Beben. Durch die Stürme der vergangenen Tage nähert sich das Ende der Hörnum-Odde in rapider Geschwindigkeit. Das Wasser bahnt sich seinen Weg über die ehemalige Dünenlandschaft und trennt den südlichen Teil der Odde nun fast vom Rest der Insel. Auf Sylt und in den sozialen Netzwerken trauern Insulaner und Gäste um das beliebte Ausflugsziel. Aber auch der Sylt-Marketing-Geschäftsführer Moritz Luft bedauert das Ende der Hörnum-Odde sehr, kann aber auch gleichzeitig die Haltung des Landes Schleswig-Holstein zum südlichen Zipfel Sylts verstehen. Den Leuten muss klar sein, wie wichtig das Sylter Archiv ist, so Andrea Jahn. Keine leichte Aufgabe, ein entscheidender Faktor, erschwert ihr zurzeit die Arbeit. Die Sylter würden die Dokumente und Nachlässe zurückhalten oder diese falsch lagern, sodass die Dinge irgendwann schimmeln und dann unbrauchbar sind. Viele Leute sind sich teilweise aber auch nicht über die Wichtigkeit mancher Urkunden und Unterlagen bewusst. Jahn bittet die Menschen auf der Insel daher, Papiere oder Nachlässe, die wichtig sein könnten, nicht wegzuwerfen, sondern rechtzeitig an das Inselarchiv abzugeben.